Herzlich willkommen zum Energieupdate für die Woche vom 14. bis zum 20. Februar 2022. Mein Name ist Heike Bartels und vielleicht kennst du mich von meinen Feelgood Workout oder den Tanzvideos auf YouTube oder meinen Tagesenergien auf Instagram und Facebook. In der nächsten Woche haben wir Valentinstag und das Interessante ist, am 15.16. haben wir eine Konjunktion zwischen Venus und Mars unter dem Licht des Vollmondes im Löwen. Und das führt zu einer natürlich interessanten Energie und zwar zu einer Aktivierung der Herzenergie. Das ist jetzt gefordert. Und zwar vielleicht hast du gemerkt, dass du in den letzten 2 Jahren sozusagen etwas auf Sparflamme gelebt hast, was deine Emotionen anging. Vielleicht hast du nicht so oft gelacht oder nicht so laut oder gar nicht oder wenig. Und auch die Lebensfreude eher etwas gedämpft, weil natürlich vieles nicht möglich war, vieles war verboten oder irgendwie eingeschränkt, nicht machbar. Und Menschen, die trotzdem sich des Lebens erfreuten angesichts bestimmter Geschehnisse im Außen, waren vielleicht auch dann nicht so angesehen oder mit so viel Verständnis betrachtet, wie ja, die Menschen, die da anders drauf reagieren. Also vielleicht hast du dich da in dieser Art und Weise ein wenig eingeschränkt und die Botschaft dieser Herzenergie ist jetzt: Mach dein Herz auf, ja? Befreie dich, lasse dich wieder leben und in deiner ganzen Emotionalität erstrahlen, ja, neu entstehen. Denn natürlich ist das eine Energie für Liebe, für Romantik und auch für Leidenschaft, aber durchaus auch einsetzbar im beruflichen Bereich. Also nicht nur, aber natürlich auch in Beziehungen. Es ist eine fantastische Energie, um Seelenverbindungen aufzubauen oder die entsprechenden Menschen zu treffen, aber eben auch mit Gleichgesinnten zum Beispiel an beruflichen Projekten zu arbeiten. Und man kann diese Energie auch sehr gut nutzen, um zum Beispiel Selbstliebe-Mantren zu rezitieren und für alles, was uns hilft, uns gut und wohl in der eigenen Haut zu fühlen. Also vielleicht einfach mal neues Outfit ausprobieren, etwas, was du dich sonst nicht traust, machen, tun, probieren, essen, wie auch immer. Aber einfach etwas anders machen, was dir hilft, aus deiner Komfortzone herauszukommen, dich für Neues zu öffnen und das auch zu genießen und zuzulassen. Also deine ganze Emotionalität, die gesamte Bandbreite wieder zuzulassen. Das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt hinsichtlich dieser selbst auferlegten Verengung, ja, der Energie, so sehe ich das zumindest oder nehme das auch wahr, beides, müssen wir jetzt wieder herauskommen. Wir müssen größer werden, denn wir möchten eine neue Welt erschaffen, die von uns fordert, dass wir uns nicht zusammenziehen, sondern dass wir rauskommen. Und dass wir über uns hinauswachsen. Das ist jetzt dran. Die zweite Energie, das hast du vielleicht auch schon gehört, Entschuldigung, von anderen Menschen, es reicht. Diesen Satz habe ich seit Anfang des Jahres so oft gehört, es ist wirklich ganz interessant. Und es ist immer das Gleiche, ich kann es nicht mehr hören, ich habe keine Lust mehr, es ist einfach genug. Ja. Das kam übrigens auch im Februar-Energie-Update von Lee Harris. Das sehe ich immer sehr gerne. Kann ich an dieser Stelle auch wirklich nur weiterempfehlen. Und er sagte ganz deutlich, das liegt daran, dass wir so eine Art Kater-Stimmung haben gerade oder erleben, dass wir einfach 2 Jahre jetzt in dieser Situation leben und immer wieder und immer nochmal. Und es ist einfach jetzt so weit, dass, ja, dass einfach viele Leute sagen, leg doch mal endlich eine andere Platte auf. Die haben wir jetzt oft genug gehört. Immer wieder die gleiche Schleife. Genau. Diese Energie kommt daher, dass viele Menschen frustriert sind, wütend, immer noch vielleicht auch verängstigt,
Und diese Gefühle müssen natürlich raus. Wir wissen alle, wenn wir Gefühle haben, in uns aufgestaut haben, dass die langfristig zu auch sehr schweren Krankheiten führen können. Und wer braucht das? Es ist also ganz wichtig, diese starken Gefühle auf eine kontrollierte, menschenfreundliche, auch für uns selbst Art und Weise auszuleiten. Ja, vorsichtig. Vor allem auch immer vorsichtig bei wem. Nicht, dass es an der falschen Stelle rauskommt. Das ist ja oft der Fall, wenn wir nicht aufpassen. Und manchmal kann man gar nicht so sehr aufpassen, weil diese Gefühle eben so stark sind. Also es ist wirklich ganz wichtig, da jetzt genau zu gucken, wo kann ich das tun. Wir brauchen einfach alle mehr Balance, mehr Gleichgewicht in unserem Leben. Und dafür ist es auch wichtig, Grenzen zu setzen. Und das betrifft nicht nur Menschen, dass man vielleicht sich entscheidet, sich mit bestimmten Menschen für eine gewisse Zeit oder überhaupt eben nicht mehr zu treffen oder über bestimmte Themen nicht auszutauschen, sondern es geht auch um Aktivitäten, um Situationen, um vielleicht auch darum, nicht mehr so viel Nachrichten oder überhaupt Nachrichten zu schauen oder Social Media zu begrenzen. Das ist auch bei mir persönlich der Fall. Ich bin nicht viel auf Social Media und das ist sicherlich auch einer der Gründe, weshalb ich nicht so viele Follower habe und nicht so bekannt bin wie vielleicht andere Leute. Aber ich merke einfach, es ist noch nicht die Zeit, das outzusourcen oder abzugeben an andere Leute. Aber es ist auch für mich nicht gut, noch mehr Zeit da zu verbringen. Es tut mir einfach nicht gut. Also nicht. Genau, da könnt ihr nur für euch selbst sorgen. Ihr kennt euch am besten und das ist ganz, ganz wichtig. Denn es geht jetzt wirklich darum, dass wir diese Notwendigkeit für mehr Leben, für Lachen, für Leichtigkeit und auch für Gemeinsamkeit, für Gemeinschaft, dass wir das jetzt leben. Wir sind jetzt im Wassermann-Zeitalter und Gemeinschaft gehört zum Wassermann. Wir hatten auch einen Neumond gerade im Wassermann. Es beginnt also etwas im Wassermann und das bedeutet auch in Bezug auf Gemeinschaft. Und wenn wir wissen, wir haben diese Konjunktion jetzt auch, erstes Thema für diese Woche, für die folgende Woche, dann wissen wir, dass es jetzt auch begünstigt, das ist also gewollt. Ja, es ist also wirklich jetzt wichtig, diese Gefühle auf eine wunderbare, vorsichtige Art und Weise auszuleiten, damit wir mehr Balance und mehr Gleichgewicht finden oder wieder ein neues Gleichgewicht. Denn es ist ja ein kontinuierlicher Prozess, das wissen wir alle. Und in diesen sehr schnelllebigen Zeiten mit vielen Veränderungen im Außen und in uns und dann wieder im Außen als Folge von dem, was in uns anders ist. Da müssen wir einfach kontinuierlich gucken. Und das ist auch die Nachricht der Meister, die wirklich sagen, guckt auf eure Energiepegel. Und das bedeutet, guckt auf eure Emotionen. Was senkt eure Frequenz, beziehungsweise sorgt dafür, dass du dich negativ fühlst? Und das können ganz viele Dinge sein. Aktivitäten, ja, natürlich auch Menschen, Situationen. Bestimmte Aktionen und die Medien natürlich auch oder Nahrungsmittel. Also es gibt ganz viele Dinge, die dafür sorgen, dass du dich negativ fühlst. Erschöpfung, nicht genug Schlaf gehört natürlich auch dazu. Also es ist ganz wichtig, darauf zu gucken, was sind die Dinge und sie zu kennen und dann natürlich auch zu wissen, okay, was hebt meine Stimmung, was hebt meine Frequenz? Da habt ihr wahrscheinlich alle schon so eine Selbstfürsorgeliste aufgestellt und wichtig wäre da wieder mal nochmal zu gucken, okay, habe ich alles notiert, hat sich da vielleicht was verändert, was muss ich anpassen? Denn es ist eben ganz wichtig zu gucken, wie ihr eure Energie investiert, wo hinein, worauf liegt eure Aufmerksamkeit? Denn ihr könnt eure Träume und die Verwirklichung eurer Träume verzögern oder schneller machen, schneller ins Leben bringen. Und ich bin sicher, da wisst ihr alle ganz genau, was ihr möchtet. Und dann geht es eben darum, entsprechend zu handeln.
Die Naturgesetze kennen keine Ausnahmen. Also wenn ich meine Energie niedrig halte, aber meine, ich bekomme die höchste Schwingung, das wird nichts. Also es ist wirklich unsere Entscheidung und die Meister sagen nochmal, denk dran, es ist deine Entscheidung und ihr habt jetzt so viele Möglichkeiten wie fast noch nie. Ja, zumindest nicht in den letzten Jahrhunderten. Also nutz sie, das ist eine Einladung. Ja, ich hoffe, das war hilfreich auch für diese Woche. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Zeit, eure Aufmerksamkeit und eure positive Energie. Und natürlich dafür, dass ihr durch Kanal abonnieren, teilen, liken und kommentieren mir helft, diese Gemeinschaft von Menschen zu vergrößern und meine Vision von mehr gesunden, glücklichen Menschen Wirklichkeit werden zu lassen. Genauso wie die neue Erde, die wir auf Liebe, Frieden, Freiheit, Glück, Wohlstand, Gesundheit, Mitgefühl und Gemeinschaft aufbauen wollen. Alles Liebe, eine wunderschöne Woche und vielen Dank.